Kochen 22.01.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Hähnchen in Gänseschmalz mit Knoblauch, Ofenkartoffeln für das Hähnchen, dickes Hähnchen, küchenfertig Gänseschmalz oder Butter 75g für die Kartoffeln, mehlige, weißfleischige Kartoffeln 65g Thymian, ein paar Zweige Knoblauch 13. Den Backofen auf 200 vorheizen. Das Hähnchen in eine Bratform legen, rundherum großzügig mit Gänseschmalz einschmieren, mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen und 10 Minuten backen, dann die Temperatur auf 18 Grad C herunterschalten, Klammer auf, der Vogel braucht ungefähr eine Stunde im Ofen, Klammer zu. Von Zeit zu Zeit das Hähnchen mit Fett und Bratensaft begießen. Die Kartoffeln schälen, in große Stücke schneiden und in großzügig gesalzenem Wasser ungefähr 20 bis 25 Minuten kochen, je nach Sorte vielleicht auch länger. Behalten Sie sie sorgfältig im Auge und lassen Sie sie so lange kochen, bis sie beinahe zerfallen, länger als für Salzkartoffeln. Wenn man sie mit einem Messer ansticht, sollten sie fast durchbrechen. Die Kartoffeln sehr vorsichtig abgießen, sie sollten ramponiert und brüchig sein, einige in kleine Stücke zerfallen, alle Kanten abgestoßen. Geben Sie die gekochten Kartoffeln den Thymian und den Knoblauch ungefähr 35 Minuten, bevor der Vogel gar sein sollte, in die Backform. Nach einer Stunde das Hähnchen aus dem Ofen holen, aus der Form nehmen und vor dem Zerlegen 15 Minuten ruhen lassen. Die Hitze auf Grad C hochschalten und die Kartoffeln zurück in den Ofen stellen, damit sie noch knuspriger werden. Das Hähnchen zerlegen, die Kartoffeln mit etwas mehr Salz bestreuen und servieren. Für 4 Personen.